Wir wollen uns nun den Vergleichsspannungshypothesen zuwenden und im ersten Beispiel die Schubspannungshypothese, auch genannt Tresca-Kriterium, anhand der Größen Spannung Sigma X Sigma Y und Schubspannung Tau XY darzustellen. Es soll dabei angenommen werden, dass die Hauptspannungen unterschiedliche Vorzeichen besitzen. Also Schubspannungshypothese ist gleich Tresca und die Idee der Schubspannungshypothese ist die, dass in drei Dimensionen die Vergleichsspannung sich errechnet aus zweimal der maximalen Schubspannung. Deswegen Schubspannungshypothese. Und was heißt das in drei Dimensionen? Dass man das Maximum suchen muss aus den drei möglichen Subtraktionen der Hauptnormalspannungen. Betrag Sigma 1 minus Sigma 2 oder Betrag Sigma 1 minus Sigma 3 oder Betrag Sigma 2 minus Sigma 3. Daraus der Maximalwert, wenn Sie an den morschen Spannungskreis denken, dann halt im ebenen Zustand, wird zweimal der Radius sein und der Radius war die maximale Schubspannung. In der Ebene zumindest. Und für unterschiedliche Vorzeichen, so wie es gefordert ist, ist die maximale Ebene im Ebenenfall, also ich schreibe es daher, so dass man wirklich wieder den morschen Spannungskreis als Hilfsmittel heranziehen kann, ist die maximale Schubspannung eben die Hälfte von Sigma Max minus Sigma Min. Dann können Sie sich den Betrag auch ersparen, wenn die Vorzeichen eh unterschiedlich sind. Das ist einfach der Durchmesser vom Kreis. Hälfte davon. Ja? Also, wenn man das jetzt vielleicht hier oben einsetzen möchte, schreiben wir nochmal her, Sigma V Tresca ist dann in diesem Fall Sigma 1 minus Sigma 2 für die Ebene, wobei Sigma 1, 2 die Hauptnormalspannungen in der Ebene sind, Sigma 3 ist 0. Das ist auch gleich der beliebteste Stolperstein beim Tresca-Kriterium. Sie können nicht nur, weil Sie einen ebenen Spannungszustand haben, automatisch immer das da verwenden, sondern Sie müssen tatsächlich das Maximum aus diesen drei Möglichkeiten nehmen. Für einen ebenen Spannungszustand ist ja nicht so, dass Sigma 3 nicht existiert, sondern es ist einfach 0. Wenn aber Sigma 2 und Sigma 1 beide positive Werte sind, dann ist Sigma 1 minus 0 das Größte und nicht Sigma 1 minus Sigma 2. Verstanden? Weil 0 ist auch was natürlich. Das heißt ja nicht, dass es nicht gibt. Es ist einfach 0. Also da muss man aufpassen. Auch nämlich bei den Kesselgleichungen dann später, braucht man das auch noch einmal, da muss man ein bisschen aufpassen, wie groß Sigma 2 wirklich ist. Wenn Sigma 2 ein negativer Wert ist, dann stimmt das so. Wenn Sigma 2 ein positiver Wert wäre, was durchaus auch sein kann, dann ist nur Sigma 1 die Vergleichsspannung nach Tresca. Ja? Also das Größte, was man halt erreichen kann. Und wenn wir jetzt denken an den Kreis und Sigma 1, 2 darstellen durch Sigma X und Y, haben wir wieder gehabt Mittelpunkt, Sigma X plus Sigma Y halbe war unser Mittelpunkt, plus minus Radius, Sigma X minus Sigma Y halbe zum Quadrat plus Tau XY zum Quadrat, dann setzen Sie das in die Vergleichsspannung ein und kürzt Sie ein bisschen was raus. Im Endeffekt kommt man wieder genau auf 2 mal Tau Max für die Ebene. Und ja, vielleicht schreiben wir mal, das ist jetzt nicht wirklich die Frage gewesen, sondern die richtige Antwort wäre gewesen, im Sinne der Fragestellung die richtige Antwort, wäre 2 mal Wurzel Sigma X minus Sigma Y halbe zum Quadrat plus Tau XY zum Quadrat. Also 2 mal der Radius von dem Spannungskreis. Das wäre die Darstellung in X, Y und XY.